Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zu Papers, Please. Ein paar Worte zur letzten Folge bzw. zu den letzten Folgen. Ich weiß, dass da immer so kleine Bildfehler drin sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde die Ursache nicht. Dementsprechend kann ich sie auch nicht bekämpfen. Soweit ich weiß, sind sie bis auf einmal immer sehr, sehr kurz gewesen. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich irgendwann die Ursache und kann es beheben. Ansonsten tut es mir sehr leid. So, wir machen weiter an Tag 13. Attentäter überwindet wieder Grenze. Ups. Kontrolle von Immigranten offenbar wirkungslos. MFG mit neuem Direktor. Härteres Durchgreifen an Grenze zugesichert. Noch härter? Na super. Ich habe das Gefühl, das bleibt wieder an mir hängen. 5. Dezember 82. So. Ach ja, wir müssen hier immer noch auf Geheimagenten warten. Stephanie Greer. Den anderen hatten wir schon, ne? Gut, wir müssen Ingenieure... vermitteln. Okay, Inspektor. Der neue Direktor ist der Auffassung, dass Ausländer bislang noch nicht ausreichend geprüft werden. Ab heute müssen alle einreisewilligen Ausländer einen Anhang A, Identität mit Gewicht, Größe und Erscheinungsbild vorlegen. Anhang A. Moment, das gucke ich mir mal an, bevor wir hier aufmachen. Okay, zur Überprüfung des Aussehens. Ach du Bibermist. Das kann ja heiter werden. Guten Tag. Zweck der Reise Besuch. Wie lange bleiben Sie? 2 Wochen. Okay. Grimski Tulli, die stimmt. Vedor liegt in Kolechien. Das ist schon mal gut. 78 Kilo, 1,76 kommt auch hin. Nicht abgelaufen, alles nicht abgelaufen. Und der Kerl ist männlich. Ich hoffe, das ist alles so richtig. Jetzt hätte ich ihm fast mein Regelbuch gegeben. Das brauche ich doch selber. Nächster, bitte. Guten Tag. So, genau, Zweck der Reise. Zu Besuch. Ich bleibe, bis ich sterbe. Das steht jetzt hier nicht. Das ist nicht ganz richtig. Okay, ich finde die Frau jetzt etwas verdächtig. Aber die Diskrepanz hat sich dann ja jetzt geklärt, weil sie sich anders überlegt hat. Sie ist weiblich, Republikenbostan. Der war jetzt gut. Wellige Haare, 51 Kilo, 1,70. Ich weiß, das kann ich jetzt mit den Haaren sehr schlecht sagen. Okay. Ich glaube, die ist okay. Wenn sie auch merkwürdig ist. Aber von keinem merkwürdigen Leute steht nichts in meinen Regeln. Also, lass... Oh, da kommt wieder der blaue Mann. Hallo? Guten Morgen. Guten Morgen. Du verschwendest hier meine Zeit. Ja, ich habe 2 Personen verhaftet. Seit dem letzten Mal. Danke. Gehst du jetzt bitte weg? Viel ist das nicht. Wenn du mehr Leute einbuchtest, geht es uns besser. Ich kann doch nicht willkürlich Leute einbuchten, wenn hier jemand Pässe fälscht oder Bomben schmuggelt. Dann werde ich da schon entsprechend Verhaftungen durchführen. Zweck der Reise, Transit. Einige Wochen. Ich weiß nicht, ich glaube 14 Tage und einige Wochen widersprach sich nicht. Ne, aber ich guck mal einmal. Mehr ist alles gut. So, Letzowna Petra, Korista Stadt in der Vereinigten Föderation ist richtig. Das ist nicht abgelaufen, das ist nicht abgelaufen. Ich würde sagen, mit der Frau ist alles in Ordnung. Hoffe ich. Genau, keinen Ärger machen, bitte. So, nächster, bitte. Was? Nein, Mist! Den Ausweisanhang. Ja, den habe ich verdrängt. Er kommt nur zu Besuch für 14 Tage. 16.12. 10.11. Ihr Ausweis ist leider abgelaufen, guter Mann. Da kann ich jetzt nicht viel für Sie tun. Ja, wie, wovon rede ich da? Von Ihrem ausgeweisenen Auslauf. Ja, von Ihrem abgelaufenen... Ist auch egal. Verziehen Sie sich. Okay, ich bin verpeilt. Guten Tag. Hey Mann. Ja, wenn du deinen Ausweis verloren hast, dann kann ich hier jetzt nicht viel für dich machen. Das will ich nicht. Ich will das nicht aufhängen.
Ich will das nicht haben. Na toll, jetzt muss ich das auch noch behalten, oder was? So, du brauchst einen Ausweis. Ja, ja. Ist ja gut. Was soll der Scheiß jetzt? Ja, ich kann doch hier nicht jeden reinlassen. Jetzt muss ich das Ding aufhängen und liegt das bei mir am Schreibtisch rum? Ich kann das nicht wegschmeißen? Toll. Ich hänge das einfach über meine doofe Urkunde. Dann meckert mich keiner mehr an, weil ich so eine doofe Urkunde habe. Sie ist Ingenieurin. Ich habe nicht vor, wieder zu gehen. Das ist schlecht. Diskrepanz aufgeklärt. Okay, was soll's. Stimmt, das Bild weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das das gleiche ist. Okay, Kollegien, Vedor ist richtig. Ich gehe mal davon aus, dass eine Diskrepanz, die aufgeklärt ist, dazu führt, dass jetzt alles in Ordnung ist. Hier, geh. Also, ich finde das hier sehr merkwürdig. Wir sind hier an der Grenze sehr streng, aber wenn dann jemand sich einfach korrigiert... So. Sie will arbeiten. 12 Wochen. Das Ding ist auch nicht abgelaufen. Ach, das ist meine Ermahnung. Anna Skodova. Weiblich. Republien. Les Renardi. 85. 41. Die ist zu schwer. Na? Illegale Substanzen dabei? Oder einfach nur ein bisschen zu viel gegessen? 41 Kilo ist auch wirklich etwas wenig, oder? Aber ich bin ja hier nicht die Gesundheitspolizei. Aha. Moment, das muss ich mal eben mit meinem Regelbuch abgleichen. Ah ja, dachte ich mir. Leider keine Waffen oder Schmugglergut. So. Jetzt verhaften wir die mal und dann verschwindet auch der ganze Kram hier mal von unserem Dings. Genau, raus. Hinfort, hinfort. Der nächste, bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Transit, das sehe ich auch so. 2 Wochen, okay. Kollegien Vedor ist... Was meckerst du denn hier rum? Okay, er beschwert sich jetzt hier irgendwie über die... 7.12. Schnurrbart, 95 Kilo, 1,84. Julian Karanikas. Mit dem scheint alles in Ordnung. Schade, den würde ich jetzt gerne ausweisen. Kollegien Vedor ist auch richtig. Ich glaube, mit dem ist alles in Ordnung. Zwei Wochen, okay. Ja. Das Geld hätte ich besser zum... Ich lass dich gleich noch verhaften! Mensch. Ich wünschte, ich hätte ihn verhaftet. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Kleiner Kopf. Das stimmt. Beschreibung kleiner Kopf. 2 Tage. Okay. Ja, 12.12. nicht abgelaufen. Ishmara Nubenitz. Vereinigte Föderation Great Rapid ist richtig. Das stimmt. Das ist auch nicht abgelaufen. Sie ist weiblich. Und sie ist auch nicht zu schwer. Und nicht zu groß, oder? Ah, sie ist ein bisschen... Also die ist doch unter dieser 1,60-Linie, oder? Aber er meint, es ist in Ordnung. Bitte? Und dann nimm jetzt mal deinen Kram und geh. Nächster, bitte. Okay, Aztotska Paradiesna. Lianpunova Alexandra. Macht's mir nicht noch unnötig schwer. Geburtsdatum stimmt. Größe. Die ist doch zu klein. Das ist doch keine 1,84. Na toll. Aha. Ihre Körpergröße ist anders. Okay. Das sind auch nicht die gleichen Fingerabdrücke, würde ich sagen. Bei ihrer Identität kann ich keine Übereinstimmung sehen. Nein, ich kann dich jetzt nicht durchlassen. Dann kriege ich Ärger. Was?
Was für ein Name. Okay, alle frieren, aber keiner hat Hunger. Also gibt es Heizung, aber keine Nahrung. Das macht Sinn, ja. Ein sicherer Hafen für Verbrecher aus Dotzka bekommt zweifelhaften Ruf. Naja, antirischer Geheimnisverräter bekommt kein Asyl in Republien. Hat er jetzt davon. 6. Dezember 82. Nikolaus! Krieg ich jetzt Geschenke? So, Inspektor, das Ministerium für Justiz hat uns um Unterstützung ersucht. In den Depeschen des Tages werden ab sofort die drei meistgesuchten internationalen Kriminellen aufgeführt. Vergleichen Sie die dort aufgeführten Porträts mit allen Einreisenden und lassen Sie Verdächtige umgehend festsetzen. Ja, das sind aber super Bilder. Keine Verwechslung möglich. Nächster! Da ist doch einer von denen. Guck mal. Sie hätten vielleicht besser nicht hierher kommen sollen. Ich sage gar nichts, ja. Witzig, sie hier zu sehen, wo ich doch gerade erst angefangen habe, auf Kriminelle zu achten. Ja, okay. Das ging schnell. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch zwei Ladies. Also sollten wir die Ladies im Auge behalten. Er will transitieren 2 Tage. Passnummer stimmt. Harald Hultin. Schöner Name. Nicht abgelaufen. Nicht abgelaufen. Auch nicht abgelaufen. 78 Kilo, 1,74. Kommt hin. Glatze kann ich bestätigen. Jokostadt liegt in Kolechien. Okay. Ich würde sagen, der ist in Ordnung. Ist das Siegel richtig? Ja, das Siegel wird schon richtig sein. So, nächster bitte. Puh, mit dem war alles in Ordnung. So, das ist auch kein gesuchter Krimineller. Also vielleicht schon, aber nicht von meinen gesuchten Kriminellen. Orwetsch liegt in Astotska. Er ist zu schwer. Das geht nun wirklich nicht. Wir sind hier doch die Gewichtspolizei. Sie werden steckbrieflich gesucht von den Weight Watchers. Nicht lustig. Essstörungen sind keine witzige Sache. Naja, das muss ich mal einmal mit meinem Regelbuch abgleichen. Und muss Ihnen leider sagen, es ist illegal zu schmuggeln. Und dafür werden Sie... Das können Sie sehen. Nein. Das habe ich in meiner Kristallkugel gefühlt. Ja, jetzt kommt, mach den weg. Ich habe hier zu tun. Ich muss arbeiten. So, Moment. Bist du ein gesuchter Verbrecher? Nee, das ist die nicht, oder? Ist das die hier mit dem vermatschten Gesicht? Nein, das ist sie nicht. Okay. Ist das die andere? Ich bin jetzt etwas paranoid hier. Nein, okay. Was hat sie jetzt gesagt? Wie lange will sie bleiben? Sie ist Ingenieurin. Hier, nimm das. Ein Jahr Arbeit nicht abgelaufen. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles nicht abgelaufen ist. Philippa Wiatkin. Sie ist nicht zu schwer. Größe kommt auch hin. Ska liegt in Obristan. Alles nicht abgelaufen. Ich hoffe mal, dass jetzt alles in Ordnung ist. Denn wenn ich die nicht reinlasse, dann kann sie ja diesen Ingenieur nicht anrufen. Dann kriege ich kein Geld von dem Ingenieur. Na, mit der ist alles gut. Okay. Huch, ich dachte erst, das wäre wieder dieser komische grüne Mann. Er möchte Freunde besuchen für 60 Tage. Perfekte Augen? Was ist das denn für eine Beschreibung? Erasmus Knudenski. Paradiesnah liegt nicht in Obristan. Paradiesnah liegt nicht in Obristan. In Obristan liegen andere Städte. So, das tut mir jetzt sehr leid. Aber dieser Pass ist eine Fälschung. Das kann ich nicht erlauben, dass Sie das schöne Astotska betreten. So, nächster bitte. Glatte Haare, sie zieht hierher. Passnummer stimmt, also sie bleibt für immer. Nicht abgelaufen, 47 Kilo, Größe stimmt. Ich würde sagen, das stimmt auch, ne? Ja. Glorian Major liegt auch in Dingsbums. Republien, genau. Ich würde sagen, die ist in Ordnung, ne? Marli Hilnack. Ja. Ich,
lass die rein. Sieht auch sehr sympathisch aus. Sie ist bestimmt eine Bereicherung für unser schönes Land. Viel Freude. Next. Dachte ich die ganze Zeit auf kriminell. Scheiße, kleiner Fehler von mir. Das war einfach. Falls ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, der hat mir jetzt zwei verschiedene Pässe dahingelegt. Mit verschiedenen Namen. Das ging jetzt schnell. Upsi. Bist du auch noch eine der gesuchten Kriminellen zufällig? Nein. Mist, jetzt habe ich tatsächlich eine Kriminelle durchgewunken. Das ist mir sehr unangenehm. 60 Kilo. Dieser Name ist irgendwie anders. Das, ja, dann geben Sie mir mal Ihre Fingerabdrücke. Sie Lady mit den vielen Namen. Es ist kein Alias bekannt. Ja, mir fehlen auch die Worte. Aber zum Glück fehlen mir keine Wachleute, die dich jetzt verhaften. Ah, Mist, ich habe die ganze Zeit auf die Kriminellen geachtet. Und dann... Mist, Mist, Mist. Gut, eine Belohnung kriege ich dafür ja eh nicht. Was ist der Zweck? Oh, das ist Stephanie Greer. Die muss ich durchlassen. Das war die Agentin, deren Namen noch auf der Liste steht. Ja, Foto passt nicht, schon klar. Jetzt muss ich aufpassen. Gekommen, um zu arbeiten. Moment, nee, nee, nee. Hier steht Transitmem. Ja. Und weil sie das jetzt einfach sagt, ist diese Diskrepanz aufgeklärt. So, jetzt muss ich wirklich gründlich sein. Williams Page, das stimmt. 1,73. Das scheint mir jetzt doch ein bisschen größer, aber 61 Kilo Einreisegenehmigung. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Die kommt jetzt natürlich genau an dem Tag, diese Stephanie Greer, wo ich schon einen Fehler gemacht habe. Und jetzt gleich ein Bußgeld aufgedrückt bekomme, wenn ich nochmal was falsch mache. Papiere bitte. Freunde besuchen für einige Wochen, okay. Einige Wochen und 14 Tage war okay, ne? Ja. 15.20. dann nicht abgelaufen. Import zum Kaido ist richtig, männlich, ja, Passnummern stimmen. Alexandre Dulan, 80 Kilo, ja, ja, ja. Ich hoffe, mit dem ist alles in Ordnung. Ich kann jetzt nur noch hoffen. Nächster, bitte! Ich bin jetzt immer ganz nervös, wenn die da über diese Stelle gehen. Stirnglatze. Sie brauchen einen Pass. Moment. Grundvorschriften. Person muss einen Pass haben. Ja, dann können Sie hier nicht rein. Das ist die einzige Grundvorschrift, die es schon immer gab. Person braucht einen Pass. Kommt jetzt noch einer? Nein, schade. War kein guter Tag. Oh doch. Sind wir immerhin doch noch für 10 Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele reingewunken haben. Wollen wir umziehen? Was bringt uns das? Moment, wenn wir umziehen, ist die Heizung teurer? Nee, genauso teuer. Die Miete ist teurer. Dann warum sollte ich dann umziehen wollen? Okay, niemand friert, aber hungrig und der Sohn ist krank. Okay. Ach komm, einen Tag machen wir noch. Ja. Los geht's. Durchbruch bei Wirbelsäuleneingriffen. Nur dank Experten aus Arztotzka möglich. Okay, Minister für Finanzen vermisst. Märkte reagieren mit Panikverkäufen. Instabilität. Okay. Ob das mit dem Orden zu tun hat? Keine Ahnung. 7.12. Okay, ich muss jetzt wirklich auf die Kriminellen achten. So,
So, das hier mal zur Seite. Auf die Kriminellen achten. So. Bist du kriminell? Nein. Okay. Zweck der Reise. Besuch? Nein, hier steht, du bleibst nur einen Monat. Und weil sie das sagt, glauben wir ihr das. Denn wir sind ja naiv. Kentina Groschenska, Kurista-Stadt, liegt in der Vereinigten Föderation. Nicht abgelaufen, nicht abgelaufen. Passnummern stimmen überein. Hier muss doch noch so ein Ding liegen. Da. Übergewicht, naja, ein bisschen pummelig vielleicht. 19.12. Das Siegel scheint mir auch korrekt zu sein. Viel Spaß. Genau. Keinen Ärger machen. Nächster, bitte. Sie sind keine Kriminelle. Wie in jeder... Tu das weg! Tu das weg! Was? Hilfe! Was ist los? Ja, was ist los? Die hat mir hier eine... Ohaha. Ja, sehr lustig. Evakuieren? Natürlich nicht. Entschärf's einfach. Nicht meine Anzeige hat das Ding. Was soll ich tun? Das ist die armseligste Bombe, die ich jemals gesehen habe. Kann nur ein Vollidiot zusammengebaut haben. Schneid die Drähte der Reihe nach durch. Okay. 1, 2, 3, 4. Wir sollten den Übergang schließen. Das finde ich auch. Schwachsinn. Ich muss doch heute noch was verdienen. Gib mal die Bombe. Ich verkaufe die Einzelteile und du kriegst deinen Anteil. Okay, er bleibt zumindest geschmeidig. Das muss man ihm lassen. Glaub nicht, dass das Zeug viel wert ist, ruft den Nächsten ran. Und wenn der mir auch eine Bombe hier reinschmeißt? War das ein gesuchter Krimineller? Spätestens jetzt ist es einer. Du bist kein Krimineller, glaube ich. Nein, der hat eine Brille. So, 95 Kilo, 1,73, ja, Ostgrestin. Liegt in Astotzka, männlich, nicht abgelaufen, Geburtsdatum stimmt. Ich würde sagen... Oh, nee, Moment. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schon mal jemals was vom Lehm die Forma Distrikt gehört habe. Doch, den gibt es. Okay. Dann würde ich sagen, ist der okay. Also ich hoffe jedenfalls mal, dass es nicht mehr als eine Diskrepanz pro Person gibt. Nächster, bitte! Guck mal, noch eine Ingenieurin. Ingenieurin arbeitet... Hier steht aber... Wo ist mein Transkript? Habe ich das hier schon irgendwo auf dem Tisch rumfliegen? Da. Jetzt guckt euch mal dieses Chaos an. Wenn jetzt der Inspektor kommt, ne? Also der Oberinspektor. Das stimmt nicht. Okay. Diskrepanz aufgeklärt. Gut, 62, ja. Die kommen mir immer so groß vor mit ihren Haaren. Man sollte diese hochtupierten Frisuren verbieten. Lockige Kinn, lange Haare, ja meinetwegen. Ingenieurswesen, nimm das hier mal. Passnummer stimmt. Glorian in Antegrien. Ja, meinetwegen. Ich lasse die jetzt durch. Ich will nämlich den ganzen Kram hier von meinem Tisch kriegen. Ja, der Nächste, bitte. Puh. Bist du kriminell? Nein, du bist nicht kriminell. Zweck der Reise... 2 Tage stimmt, aber hier steht Transit. Tja, ich persönlich würde ja jetzt Schwarzarbeit vermuten, aber okay. Kollegien Joko Stadt, nicht abgelaufen, nicht abgelaufen, nicht abgelaufen. Sie ist weiblich, der Name scheint zu stimmen, das auch. Achso, hatte ich jetzt schon auf Diskrepanz aufgeklärt gedrückt? Ja, okay, ich lasse ich die jetzt rein. Auch wenn ich ihr ja kein Wort glaube.
dem Protokoll entsprechend ist das richtig. So. Oh, er nur wieder. Papiere. Ah, den Kram, ja. Ja, ich mach doch schon. Schnell lesen und zurück an den Boten. Sie haben ihre Sache gut gemacht. Beide Agenten sind nun im Einsatz. Als Astorzka aus der Taufe gehoben wurde, spielte der Orden dabei die gleiche Rolle wie heute. Sobald die Tyrannei ein Ende hat, werden wir wieder verschwinden. Okay. Also seid ihr jetzt die Guten oder nicht? Sie ist keine von den Kriminellen. Besuch, wie lange? 90 Tage, okay, lass ich gelten. Nicht abgelaufen, alles nicht abgelaufen. Vereinigte Föderation, Kurista Stadt. Das Bild stimmt, sie ist weiblich. Jean Flamard. Komischer Name. Das Siegel stimmt auch, ne? Ach, oh, sie ist zu schwer. Oh, oh, oh. Haben wir da etwa ein paar illegale Substanzen? Ich schlage schon mal meine Grundvorschriften auf, damit ich eventuell das Schmugglergut mit meinen Grundvorschriften abgleichen kann. Oh. Ich würde sagen, mit ihr ist alles gut, ne? Keine Übereinstimmung heißt übrigens so viel wie kein Zusammenhang oder so. Im Englischen steht dann da no correlation oder so. Okay, also darf ich die jetzt reinlassen, ja? Gut, dann tu das mal weg. Bisschen zu viel gegessen, hä? Und das da. Bye! So. Bist du kriminell? Nein, du bist auch nicht kriminell. Besuch für 12 Wochen sind 3 Monate, ja. Nicolas Perron. Verwandt mit Eva Perron. Lorndas liegt in Obristan. Das ist nicht abgelaufen. 1,70. Das mit den Haaren, das irritiert mich sehr. Aber es ist alles in Ordnung. Die Passnummern stimmen überein. Er ist männlich. Er ist nicht zu schwer. Ich würde sagen, den können wir reinlassen. Und wenn wir uns beeilen, schaffen wir sogar noch einen. Nächster, bitte! Auch keine Verbrecherin, würde ich sagen. Wo ist denn ihr Dings? Brauche ich sowas? Ja. Sie brauchen so etwas, ja. Ja, wie, was soll das sein? Da kannst du hier nicht rein. Tut mir ja leid. Kann ich jetzt auch nichts machen. So. Alle frieren, aber keiner hungert. Es gibt also Heizung, aber keine Nahrung. Ja, richtig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch Schluss. Ich bin schon wieder viel zu doll über der Zeit. Ja, schönes Deutsch. Ja, es nimmt langsam Formen an. Ich bin ja sehr neugierig auf diesen Orden. Ich hoffe, das sind die Guten. Ich werde denen jetzt helfen. Allerdings, okay, ich glaube... Nee, die haben sich nicht in die Luft gesprengt. Ne? Das waren irgendwelche kulechischen Terroristen, während der Orden ja astotskanischer Widerstand zu sein scheint. Keine Ahnung, was die so machen. Okay, ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!